Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Mafia 3. Wir machen heute weiter. Wir wollen uns heute den guten Handsome. Oh Gott, der hat einiges an Gegnern vor sich. Oder beziehungsweise einiges an Feinden. So. Oh, den Ecke, die kennen wir ja. Oder? Kennen wir die Ecke? Halt nicht. Kennen wir schon hin und her. So. Wir müssen Step by Step jetzt arbeiten. Aber ich finde, wenn ich ehrlich bin, hole ich mir der Hilfe. Das ist mir gerade sonst zu heiß einfach alles. Hier im Ward warten ein paar Patienten auf Besuch. Alles klar, wir kommen gleich rüber. So, aufgeräumt. Also fangen wir an zumindest damit. Scheiße, die Wachpost will kommen. Da ist der Wichser. Wir sind unter Beschuss. Kommt sofort her. Den ganzen Scheiß haben wir ihm zu verdanken. Los geht's. Ich vermiss mich. So, gute Nacht, Kollege. Mehr da, oder? Tötet unsere ganze verdammte Gruppe! So, habe ich jetzt fast alle weg, oder was? Kommt noch einer angeschissen. Ich gehe in Deckung! Ja, geh du mal in Deckung. Ich bin komplett alleine, oder was? Ich hab hier ein paar Wichser am Arsch im French Ward. Muss nicht weiterreden. Bin schon unterwegs. Er ist hier drüben, ihr Flachwichser. Arschloch. Alle mir nach, Jungs. Der macht uns fertig. Oh, der ist tot. So, wieder kommt die Munition da. Kauf ihn mir! Los, umgeh ihn! Oh. Das hat er Fresse! Irgendwer Munition? Wo sind wir? Los! Glück gehabt, Penner. So, dann war's das. Da fehlt das Kollege heute. Da ist er. Wo? Sehen jetzt nicht, aber gut, okay. Da ist der. Oh, Glück gehabt. Ich muss dringend aufpassen. Holt mich hier ran! Hätte es nicht hierher kommen sollen. So. Ich brauche dringend mal Energie oder so. Munition habe ich jetzt. Ist zwar wieder genug, da ist wieder voll, aber ich brauche dringend. So, dann haben wir hier zumindest noch eine schusssichere Weste. Die kenne ich ja. Nö.
Ja. Okay, wo wollt ihr ihn dann suchen? Verdammt! So, der ist tot. Der nagelt mich hier fest! Das kann nicht. Ich bin doch nicht so. So, Kollege. Nur die Ruhe. Ich will keinen Ärger. Ärger? Hier gibt's keinen Ärger. So, der ist tot. Thema erledigt. Sechs Geschäfte gesichert. Das Ding Burke. Ich brauche Rückendeckung. Wenn ich das French Ward sichern soll, brauche ich mehr Leute. Wir sichern deinen Scheiß hier unten. Genau wie beim letzten Mal. Aber ich erwarte einen winzigen Unterschied. Diesmal bleibt der Bezirk in irischer Hand. Jo. So. Gut, dann haben wir das auch erledigt. Wunderbar. Ja, wunderbar. So, verdeckter Autodieb soll einen Wagen unbemerkt stehlen. Wunderbar. Du kostet vielleicht einen 3 haben wir auch. Ich wollte echt die Kohle mitnehmen. Boah, ich brauche dringend mal. Ja, du schießt hier auch noch rum. Ich brauche dringend mal ein bisschen. Achtung! Ich hab pass auf, wo du mal getroffen. Was ist? Mir gehört der Laden hier. Schnauze. Ja. Du pickelst mir nicht in die Ecke, Kollege. Heute gibt es hier nur noch betrunkene Vagabunden und Blattstreicher. Wie auch immer. Der pinkelt. Ey, da ist eine fucking Toilette. Und der pinkelt mich hier in die Ecke. Entschuldigung, das musste ich mal machen. Gut. Die jungen Leute regen sich leicht auf wegen ihrer Menschenrechte und so. Aber die hätten mal die wirklich schlimmen Zeiten sehen sollen. Das hier ist das verdammte Paradies. Hoffentlich schifft es nicht so lang. Haben Sie lieber Geld rum und ich kann. Und der. Ich sammle das mal ein. 50 Dollar mal eben kurz geholt. Wir haben wieder fast 3000. Wir haben wieder fast 55.000. Ah, ich hab hier mal links ja auch geholt. Okay, den Boss geholt. Gut. Gut, gut, gut. Nein, nein, wir sind noch nicht am Ende der Folge. Was haben wir mal als nächstes? Drogen. Rede mit Jim McCormick. Das ist der nächste Teil. Also nach Sex haben wir noch mit Drogen dabei. Was das Übelste an diesem Stadtteil ist? Die gottverdammten Touristen. Klar. So. Ey, Touristen sind immer gut, ja? So, und wo muss ich jetzt hier hin? Aber das verschissene Bayou war ein paar Jahre mit Sicherheit nicht das. Nur so gewimmelt. So. Ja. Okay. Ich hab früher mal in der Boxhalle trainiert, die abgebrannt ist. Als ich noch jung war. So, mal gucken, ob hier alles weit nach. Vorsicht, Platz da! Ja, Entschuldigung. Ich stimme nicht unbedingt immer ihrer Taktik zu. Aber ich will verdammt sein, wenn ich Munition hier. Viel Aufmerksamkeit für die Sache die mal mitnehmen. Andererseits könnte man sagen, dass wir. Ich brauche aber die Waffe nicht. Ich bin kein Fan von irgendwelchen Schrotflinten.
So, und vor allen Dingen will ich jetzt erstmal wieder hier raus. Gibt halt solche Mädels. Debütantenpartys, hübsche Jungs mit rosa Haut, Figurentanz. Die bringen mich zum Kotzen. So, ah, wunderbar. Oh, warte mal, da liegt noch Geld. Das ist mir eben nicht aufgefallen. So. Sind wir wieder mal ein $1000, ne, liebe Leute? Gut. Gut, haben wir das soweit auch? Ja, wie gesagt, Thema 6 haben wir schon abgeschlossen heute. Scheint hier unten zu sein, okay. Scheint wohl nicht viele Feinde zu haben. Okay. Ja, ist keiner. Ist ja gar kein Feind. Ist ein Freund. Okay, das ist gut. Ich brauche vor allen Dingen jetzt. Wie zur Hölle komme ich jetzt rein? Ich hasse diesen verdammten Regen. Ja, ich auch. Ja. So, da ist Jim McCormick. Mit dem Kollegen quatschen wir noch. Und dann machen wir Feierabend. Big Jim? Detective Jim McCormick. Gut, Detective. Ich höre, Sie haben ein Problem mit Marcanos Drogendeals im French Ward. Mann, die ganze Stadt hat dieses Problem. Sein Untergebener Doc Gaston hat sich eingegraben wie eine beschissene Kakerlake und pumpt die ganze Stadt voll Gift. Und Doc Gaston finde ich wo? Wenn ich das wüsste, hätte ich ihn schon eingebuchtet. Der größte gottverdammte Drogendealer in dieser Stadt und keiner weiß auch nur das Geringste. Der Name Sal Marcano löst Gedächtnisverlust aus. Zum Teufel mit Sal Marcano! Der beste Hinweis, den ich habe, ist, dass einer von Gastons Lieferanten in die Stadt kommt und sich mit einem von Gastons Männern treffen wird. Ich komme nicht näher ran, aber Ihr Freund sagte, Sie könnten gut Informationen aus Leuten rauskitzeln. Mal sehen, was ich tun kann. Definitiv. Haben Sie keine Scheu, unter Doc Gastons Jungs ein bisschen aufzuräumen? Ist vielleicht ein... Das machen wir doch glatt. So, wie sollen wir jemanden töten? Na, fangen wir direkt mit an. Das ist immer gut. Straßendealer. Genau, erledige sie und nimm das Geld an dich. Gut. Dann haben wir das soweit auch. 50.000 diesmal, 100.000 ging ja aber verdammt schnell irgendwie auf einmal. Aber das machen wir dann im nächsten Part. Ihr kennt das. Bis dahin und auf Wiedersehen.